nicht nur Rollenspieler. Rollenspieler sind gut. Aber Curriculum. Sie wollen Alexandra! Philosophie und Gericht überhaupt nicht fragen. Du weißt, dass ich nicht ganz gut bin. Und Smartpads. Hallo. Hallo. Ich bin Samu. Wie heißt du? Emily. Emily. Das ist ein sehr schöner Name. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Du kennst den Inhalt. Ich mache ja gerne. Und wenn ich weiß, du willst mir, dann hol mir auch die anderen. Oh Mann, du bist so gemein! Leider gib mir den Ball nicht zurück. Das ist nicht schön, Ding. Geh spielen. Oh, wow. Mir gefällt einfach der Blätter super. Ach komm schon, kleine Pizze. Hey, das ist ein toller Ball. Da habe ich gefunden. Wow, gratuliere. Wo denn? Dann auch. Hast du? Elida, und du? Emily, wer bist du? Lala, und du? Schöner Name. Ich hab so ein Pastell. Lala, und du? Schöner Name. Sieht doch wie ein echtes Pferd aus, oder? Ich brauche mehr Zahnstocher. Ich habe keine Zahnstocher mehr. Ich habe auch keine. Auch nicht in deiner Tasche? Nervensäge. Wow, die sind aber schön. Hast du die gemacht? Leider habe ich keine Zahnstocher mehr. Oh, das ist wirklich schade. Ich schenke sie euch. Wo geht ihr hin? Zum Regenbogen. Dass das genau die Aussage des Bildes war. Naja, ich weiß nicht recht. Vielleicht ging es dem Künstler doch eher um das Alternative. Geht es um die substanzielle Aussage der nachlassenden Denkkraft? Vielleicht hat sie sich auch gar nichts dabei gedacht, sondern einfach nur gemalt. Wie meine Schwiegermutter. Also wenn ich male, dann entsteht es einfach. Letztens, da hat sie doch tatsächlich vergessen, warum sie mich anrief. Vielleicht beginnt der Alzheimer. Schreis nicht. Meistens denkt man ja gar nicht so viel beim Malen, sondern sieht erst hinterher, was es ist. Also mir gefällt dieses Bild hier viel besser, weil ich finde diese Rottöne mit... Ja, stimmt, das hat schon... Stimmt, das... Oh, schade. Das war bestimmt ein sehr schönes Bild. Ja. Was war es denn? Das Alter. Wow! Wo geht ihr denn hin? Blau. Zum Regenbogen. Komm doch mit. Hallo! Lisa!
Du machst dir die Hände schmutzig. Los, Michel, trödel dich hier oben, ich hab's eilig. Wirkli. Das hast du nicht von mir gelernt. Los, komm jetzt. Ist er böse auf dich? Aha. Sind das eure Blätterhaufen? Schön. Aber der Herbst ist ja auch schön. Magst du den Herbst nicht? Schon. Also ich finde ihn magisch. Vor allem, wenn wie heute die Sonne scheint. Oder wenn es regnet. Einfach überhaupt. Das ist doch kein Satz. Komm hier, Emily. Na dann, auf zum Regenbogen. Das ist gelbe Mütze, die waren eben noch gelber Schal. Michel,